zusammen mit Thorsten Schwarz von Absolit in München im Rahmen meiner Interviewreihe zum Thema, wo stehen wir oder was sind die Trends beim E-Mail-Marketing und bei der Marketing-Automation. Thorsten, du bist schon anerkannter E-Mail-Marketing-Guru in Deutschland, Experte auf diesem Themenfeld. Was sind für dich so die aktuellen Trends bei diesem Thema? Gibt es da noch was Neues? Was Neues gibt es in dem Sinne nicht. Es bleibt dabei Relevanz, Relevanz, Relevanz. Neu ist, dass es immer mehr E-Mails gibt, dass die Inboxen immer mehr verstopft sind, dass immer mehr Unternehmen erkennen, wie niedrig der ROI von E-Mail-Marketing ist. Und das heißt, der Wettbewerb wird härter. Ich muss als Versender heute wissen, was interessiert die Leute, worauf wird geöffnet. Ich brauche Öffnungsrate, damit sich das Ganze lohnt. Und ich kann nicht irgendwelche langweiligen Werbesprüche versenden. Aber in Zeiten von Big Data und Big Data Technologie sagt man ja immer wieder, die Technologie hat alles einfacher gemacht. Der Business-Anwender kann jetzt die Prozesse leichter bedienen. Würdest du dem dann nicht zustimmen oder wie siehst du da die Situation? Also grundsätzlich gibt es ein paar Tricks, mit denen ich arbeiten kann. Ich kann Echtzeit-Content zuspielen, je nachdem, wo jemand ist. Ich kann Wetterinformationen zuspielen. Ich kann Social-Media-Daten zuspielen. Also es gibt schon ein paar technische Tricks, um Relevanz zu erzeugen. Aber am Ende entscheidet halt wirklich, was weiß ich über meine Zielgruppe? Wie gut kenne ich meine Zielgruppe? Empathie für meine Zielgruppe, um dann zu texten, um redaktionelle Texte zu schreiben. Und dann nutze ich natürlich auch Technologie, um Hintergründe, um Wünsche rauszufinden. Ich analysiere das Klickverhalten, um rauszufinden, was interessiert Menschen. Also du sagst, die große Herausforderung liegt nicht in der Technologie, sondern in der konzeptionellen Umsetzung der redaktionellen Ansprache. Ist das richtig? Ja, genau. Also ich nutze als Versender meine Kenntnis meiner Zielgruppe, meiner Segmente. Ich segmentiere intelligent. Intelligent heißt nicht zu viele Segmente, weil dann habe ich mehr Arbeit. Und auf diese Segmente setze ich dann meine Kenntnis der Zielgruppe. Dass ich dazu, um zu wissen, was interessiert diese Zielgruppe, natürlich wiederum meine Websysteme, meine E-Mail-Analytik, anonymisiert natürlich, nutze, um diese Zielgruppe besser kennenzulernen, ist klar. Aber im Kern entscheidet, dass ich ein Gefühl dafür habe, was interessiert meine Empfänger? Was wollen die wirklich lesen? Welche Headlines interessieren sie? Welche Betreffzeilen interessieren die? Mit welchen Bildern kann ich kommen? Ja? Diese Erfahrung und zum Teil auch langjährige Erfahrung, diese Erfahrung bilde ich mir heraus, indem ich eben in Online-Systemen auch Analyse betreibe. Du sprachst eben schon davon, dass man nicht zu viele Segmente bildet. Bei der Marketing Automation sagt man ja immer, man könnte da beliebig viele Persona-Gruppen zusammenstellen und dann automatisch bedienen. Dem würdest du an dieser Stelle widersprechen ein wenig, wenn ich das richtig verstanden habe, dahingehend, dass man gar nicht für beliebig viele Gruppen empathisch eine Ansprache formulieren kann. Ist das richtig? Es gibt zwei Systeme. Also das eine System ist ein System, wo ich eine überschaubare Anzahl von Zielgruppen habe, die ich kenne und eine überschaubare Anzahl von Content habe, den ich kenne und dann manuell zuspiele. Da ist klar, hat es irgendwann arbeitstechnisch, arbeitskrafttechnisch eine Grenze. Das andere System ist ein sehr komplexes System, wo ich ganz, ganz viele Nutzer habe, zu denen ich ganz viele Eigenschaften habe und eine Content-Datenbank. Ich denke jetzt an Payback beispielsweise, ja, eine riesen Content-Datenbank. Da kann ich automatisiert One-to-One-Marketing betreiben und kann jedem einzelnen Nutzer auch eine einzelne relevante E-Mail schicken. Da geht das. Aber solch ein System, so eine umfangreiche Recommendation Engine haben die wenigsten Unternehmen, außer sie arbeiten mit diesem ganz einfachen Trick. Der Thorsten hat gestern Abend im Online-Shop sich das und das angeguckt oder vor einer Woche angeschaut und jetzt spiele ich ihm einfach diese Informationen im Sinne von Retargeting wieder ein. Das ist natürlich eine relativ simple Art der Personalisierung, aber davon rede ich nicht. Wo stehen die Unternehmen so im Generellen? Du sprachst davon ja jetzt, hattest eben schon jemand ein Unternehmen erwähnt, was da schon ziemlich weit ist. Wo liegt der Durchschnitt? Eher noch auf der ersten Ebene. Das heißt also, da wird versucht, überhaupt erstmal Massen-E-Mails zu versenden und ansonsten mit wenigen Segmenten zu arbeiten, zum Teil mit zwei, mit drei Segmenten, die dann unterschiedliche E-Mails bekommen. Aber vielleicht einzelne Komponenten personalisiert. Also ich kann auch die gesamte E-Mail mit mehreren Elementen
grundsätzlich eine für alle machen, kann aber eine Komponente für bestimmte Zielgruppen personalisieren. Damit habe ich schon mal weniger Aufwand, denn es geht immer um die Frage, lohnt es sich nicht, mit welchem Personalaufwand kann ich rangehen? Und da ist es einfach so, dass die Massen-E-Mails immer noch die effizienteste Form der Kommunikation sind. Was sind die größten Brennpunkte, mit denen die Unternehmen an der Stelle kämpfen? Im Moment die Datenbanken. Also Anreicherung der Datenbanken, überhaupt erstmal wissen, wer sind meine Empfänger, wer interessiert sich für welche Themen und das aus dem CRM-System rausholen. Eventuell auch aus dem CRM-System aktuelle Anlässe, wer hat sich schon angemeldet, wer hat sich nicht angemeldet, dass die unterschiedlichen Mailings bekommen, Informationen aus dem CRM-System rausholen und die wiederum anwenden. Wer ist besonders klickaktiv, wer interessiert sich besonders für bestimmte Themen, diese Informationen verfügbar machen. Wie gesagt, ich benutze jetzt bewusst nicht den Begriff Big Data, weil Big Data ist eine deutliche Nummer größer. Heute geht es eher um Smart Data. Also wie kann ich intelligent die Informationen, die ich habe, nutzen, um eine höhere Personalisierung und eine höhere Zielgruppengenauigkeit meiner Mailings zu erreichen. Wenn du einen Wunsch, Themenwunsch frei hättest, der in Erfüllung gehen würde und das Thema vorantreiben würde, welcher wäre das? Themenwunsch ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, das Wichtigste, wo im Moment Bedarf ist, ist den E-Mail-Marketern mehr Muße zu geben, mehr Zeit zu geben, denn Arbeitszeit ist das Entscheidende, woran es momentan mangelt, um an den Mailings nicht unter so einem großen Stress zu arbeiten, wie es im Moment gemacht wird. Es werden im Moment zu viele Mails in zu hoher Frequenz, zu schnell produziert, rausgeschickt, die oft bei den Empfängern nicht auf die gewünschte Akzeptanz stoßen. Prima, vielen Dank fürs Gespräch.